Tag, ich komme aus der Region und suche einen Job in der Atomindustrie. Ich wollte wissen, ist das gefährlich? Nein. Ich habe gehört, man bekommt Strahldosen ab. Ja, man bekommt immer ein bisschen Strahlung ab. Aber Sie müssen wissen, am Strand in der prallen Sonne bekommen Sie auch Strahlung ab. Die Dosen bei der Arbeit sind minimal. Die Gefahren werden heruntergespielt. Diese Arbeit macht also nicht krank? Genau, Sie werden kein fluoreszierendes Pipi machen. So schräge Sachen gibt's da nicht, keine Sorge. Okay, danke schön. Besuch bei Cédric Oulès. Er darf mittlerweile nicht mehr in die Gefahrenzone der Reaktoren, denn er hat in 9 Monaten 16 Millisievert Strahlung abbekommen. Mehr lässt sein Arbeitgeber nicht zu. Ja, das beunruhigt mich schon, denn man weiß ja nicht, was das am Ende des Lebens im Körper anrichtet. Eigentlich, so besagt eine europäische Richtlinie, sind 20 Millisievert pro Person im Jahr zugelassen, doch dieser Wert ist umstritten. Auch unter 20 Millisievert pro Jahr gibt es Risiken, die Gefahr von Krebs zum Beispiel. Das zeigen toxikologische und epidemiologische Studien sowohl von amerikanischen als auch von europäischen Wissenschaftlern. Es hat wahrscheinlich das gleiche Ausmaß wie beim Asbest. Das heißt, 30 Jahre nachdem die Menschen der Strahlung ausgesetzt waren, werden wir eine Krebsepidemie haben. Yvon Laurent ist seit 30 Jahren Atomnomade. Er ist ein sogenannter Entgifter. Er beseitigt den strahlenden Dreck. Das Wichtigste dabei, sagt er, ist es zu vermeiden, radioaktiven Staub einzuatmen. Natürlich ist mir das schon passiert, mir und vielen anderen Kollegen. Das wird mit einem Spezialgerät gemessen, wenn du rausgehst. Wir sagen dazu, wir haben das Zeug gegessen. Yvon Laurent leidet unter keiner Krankheit, doch er kennt Kollegen, die Krebs haben. Das macht ihm Angst. René Guillot hat 20 Jahre als Leiharbeiter in Atomkraftwerken gearbeitet. Als er endlich in Rente gehen kann, erfährt er, dass er Krebs hat. Waren Sie sich, als Sie angefangen haben, in Atomkraftwerken zu arbeiten, der Gefahren bewusst? Nein, überhaupt nicht. Ich wusste nicht, was für Folgen das haben kann. Ihre Arbeitgeber haben nicht mit Ihnen über Radioaktivität und Vergiftungsgefahr gesprochen? Gar nicht. Jetzt kämpft er dafür, dass sein Blasenkrebs als Berufskrankheit abgeht. Die 20.000 Leiharbeiter tragen dazu bei, dass Atomstrom in Frankreich billig ist. Sie kriegen die meiste Strahlung ab, so das französische Forschungsinstitut INSERM. Doch die Industrie zahlt sie schlecht und verschleiert die Gesundheitsrisiken. Die Nuklearnomaden verrichten wichtige Arbeiten und sind trotzdem nur das Fußvolk der Atomkonzerne. Nuklearnomade, leider ist es kein Begriff aus einem Science-Fiction-Film. Kurt Tucholsky